So, heute schauen wir uns mal an, wie wir 360-Grad-Videos in DaVinci Resolve bearbeiten. Damit es in DaVinci Resolve funktioniert, brauchst du natürlich erstmal eine 360-Grad-Kamera und das Footage, was du in DaVinci Resolve reinziehst, muss bereits gestitcht sein. Das bedeutet, falls du solche Aufnahmen siehst, dann musst du die vorher mit der Software der 360-Grad-Kamera stitchen. Aber keine Sorge, das ist mit der mitgelieferten Software der 360-Grad-Kamera easy möglich. Ich habe hier die Qcam, die ich mir von Tim vom Farbkanal geliehen habe. Und Link zu ihm findest du da oben. Und um das 360-Grad-Video in ein normales Video zu überführen mit Tiny Planet Effect und so weiter, brauchst du das Karta VR Tool Plugin, was for free in Reaktor mitkommt. Und die Installation zeige ich dir jetzt. Im WeezerGlass Forum willst du dir den Lua Installer hier runterladen und falls du das nicht siehst, melde dich an, es ist kostenlos. Dann gehst du nach DaVinci Resolve und droppst eine Fusion Komposition in die Timeline und gehst damit in Fusion. In Fusion möchtest du dann den Lua Installer hier in die Node Area rein droppen. Also einmal hier da, wo Media Out steht, einfach nur reinziehen. Und dann wird der Installationsvorgang von Reaktor initialisiert. Wenn du zum Beispiel Reaktor schon mal installiert hast, wenn du zum Beispiel mein Audio Reaction Tutorial mitgemacht hast, dann kannst du auf Workspace gehen, Scripts und dann auf Reaktor klicken und dann Open Reaktor. In Reaktor wollen wir dann runtergehen zu Karta VR Tools und das, was wir haben wollen, ist der Karta Reframe Ultra, den hier. Dem willst du einen Haken geben und dann auf Install klicken. Der Reframe Ultra ist alles das, was du brauchst, um 360 Grad Videos in 2D Videos umzuwandeln mit Tiny Planet Effekt und so weiter und so fort. Wenn du allerdings noch mehr Plugins haben willst, dann kannst du dir diese gesamte Suite dort auch runterladen. Indem du einfach hier vorne Karta VR anhakst und die ganzen anderen hier auch. Dann auf Install und dann schließen und dann sagt es dir, dass du DaVinci Resolve nochmal neu starten sollst. Nachdem wir DaVinci neu gestartet haben, machen wir jetzt eine Timeline auf. Mit STRG N kannst du eine neue Timeline anlegen und diese benennen, wie du willst. Dann möchtest du Use Project Settings rausnehmen und unter Format möchtest du dann hier dein Format eingeben, was deine finale Exportgröße sein soll. Also zum Beispiel für eine Instagram-Story wäre das jetzt 1080x1920, 25 FPS oder die FPS, die du halt hast. Und dann, ganz wichtig, Mismatch Resolution möchtest du auf Stretch Frame to All Corners klicken und dann auf Create klicken. Und jetzt kannst du hier dein 360-Grad-Video reinziehen und dann aus deiner Effekt-Library unter Effects, unter den Fusion-Effekts, den Karta ReR Reframer draufhauen. Und bam, dann hast du hier unter Effects die Möglichkeit, Field of View zu ändern und natürlich Pitch, falls du Tiny Planet machen willst. Und natürlich auch Yaw, falls du irgendwie was rumdrehen willst oder Roll, falls du etwas drehen magst. Das Coole ist, all das, was du hier hast, kannst du natürlich auch keyframen, indem du einfach hier die Rauten reinsetzt und dann etwas änderst. Und wenn du die Keyframes ausmoven möchtest, dann gehst du einfach hiermit in Fusion und hast in Fusion auch die Möglichkeit, die Splines anzupassen, indem du einfach mal hier drauf klickst und dann siehst du, hast du hier die Tylone. Mit Shift F kannst du die ganz einfach ausmoven und vielleicht noch einen stärkeren Zoom oder sowas einfügen. Im nächsten Tutorial schauen wir uns auch noch an, wie wir 360-Grad-Videos aus DaVinci Resolve exportieren mit Spatial Audio. Und bis dahin bleibt mir nur eins zu sagen. Ob euer Tag so geil ist, I doubt it.